Ja, hey und hallo, smarte Bankkunden. Heute ein internes Video. Intern, das heißt, das Video ist für Sie, wenn Sie hier oben oder da unten, Sie wissen schon, abonniert haben. Am Ende dieses Videos werden Sie auch, spreche kurz darüber, was mich überhaupt antreibt. Und in diesem Video verzichten wir auch auf den gewohnten Trailer. Ach nein, den kriegen Sie trotzdem zu sehen. Ja, es gibt Leute, die sagen mir, sie kriegen immer gute Laune, wenn sie den Trailer sehen. Ich hoffe, es geht Ihnen auch so, denn sind Sie hier richtig. Richtig sind Sie auch für die künftigen Wochen. In diesem Video, deswegen auch internes Video, sage ich Ihnen, was kommt, was ich für Sie gerade vorbereite. Und fangen wir mit Bank Nummer 1 an. Bei dieser Bank warte ich gerade auf Postrücklauf. Das heißt, ich habe etwas ausbaldowert, was unseren Zuschauern, wenn Sie dieses Produkt bei dieser Bank beantragen wollen, Vorteile bringen. Es sind Vorteile, die man so wahrscheinlich kaum weiß, die aber trotzdem funktionieren. Ich warte noch auf den Rücklauf, dass alles safe ist und dann kriegen Sie das nächste übernächste Woche hier im Video zu sehen und natürlich immer parallel der Begleitartikel auf unserem Spezialportal, wo der Link dann im Infofeld ist. Ebenso bereite ich etwas mit dieser Bank hier vor. Hier geht es darum, um Aufbau von Vermögen, ja, und da sind einige Fragen werden drin beantwortet, die in den letzten Wochen öfter mal gestellt worden sind. Das kommt alles rein, das heißt, es wird auch in den nächsten ein, zwei Wochen kommen. Da warte ich allerdings auch wiederum noch auf Rücklauf von der Bank. Ja, in dem Sonntags-Mail. Also einige von Ihnen, das finde ich total großartig, schauen YouTube-Videos und erhalten unsere E-Mails. Also die da drin sind, bekommen heute, weil wir auf dem Spezialportal keinen Sonntagsartikel haben, sondern quasi dieses interne Video, die bekommen eine E-Mail, wo es unter anderem darum geht, bei dieser Bank hier, ja, hat sich etwas offensichtlich umgestellt. Und zwar, wenn das Geld monatlich nicht eingeht, diese 700 Euro, dann kommt es tatsächlich offensichtlicherweise jetzt zu, dass man diesen Status verliert. Schauen Sie in diese E-Mail rein, tauschen Sie untereinander Erfahrungen aus. Ich habe das in verlinkt bei uns, wo gerade darüber diskutiert wird, was man da machen kann. Ich glaube, das hat diese Bank noch nicht die optimalste Lösung in der Richtung gefunden, aber möglicherweise können wir mit unserer Diskussion auch anstoßen, dass man da nochmal drüber nachdenkt, denn würde sich nämlich diese Bank hier und wir vielen Kunden es leichter tun. Je nachdem, ob Sie jetzt am Sonntag, wo dieses Video rauskommt, das gesehen haben oder nicht, es findet heute Abend noch ein Webinar statt, ein Webinar mit einem lieben Freund von mir, von dem ich einiges gelernt habe. Wir sind vor zwei Tagen durchgegangen, den Probelauf, und ich freue mich ganz, ganz, ganz besonders darauf, dass es heute live stattfindet. Es geht um Renditemöglichkeiten, es geht um Investitionen, und zwar ist da drin alles eigentlich zwischen 5% und 24%, aber ich muss auch gleich sagen, es ist aber insofern, wenn Sie jetzt was Negatives erwarten, es ist staatlich garantiert quasi dieser Zinssatz. Es ist aber genauso staatlich, dass keine Banken und andere Finanzinstitute nicht in diesem Sektor tätig sind. Das heißt, es gibt in dem Bereich keine Provision zu zahlen. Von daher ist es so, dass es kein Finanzprodukt dazu gibt, zu dieser Investitionsangelegenheit, und deswegen ganz, ganz viele Menschen überhaupt gar nichts davon wissen. Es heißt aber gleichzeitig, es hat etwas mit Investorenarbeit zu tun, ne? Man bekommt keine gebratenen Gänse in den Mund reingeschoben. Was ist genau ist das heute Abend? Das Webinar dazu. Alle, die in unserem Sonntags-E-Mail drin sind, in unserem Verteiler, bekommen auch den Link darauf. Und jetzt zum Schluss, damit Sie mich auch immer ein Stück weit besser kennenlernen, die Frage, was treibt mich denn an? Wer auch die tieferen Publikationen von mir gesehen hat, weiß, dass es mir um eine etwas größere Sache geht. Und zwar darum, wenn immer mehr Leute ein besseres, positives Verhältnis zu Geld und zu Bank haben. Das muss nicht immer aktuell Ihre eigene Bank sein. Ja, Sie können auch Banken wechseln. Wir haben ja in Deutschland mehr als 1000 Banken, wovon wir auf unserem Spezialportal nur
einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt von Banken halt dauerhaft beobachten und immer wieder Videos drüber machen. Und ich erlaube mir zu sagen, das sind die, die am besten für uns smarte Bankkunden passen. Sie können sich natürlich links und rechts immer mit anderen Banken noch ergänzen. Mir persönlich gefallen die am besten. Und nochmal zum tieferen Warum bei der ganzen Geschichte. Dann, wenn Menschen gut mit ihrem Geld umgehen können, gute Bankbeziehungen haben, dann haben sie die Grundlage, dass es ihnen auch im Leben gut geht. Und es ist ansteckbar. Das heißt, sie können auch andere Leute damit anstecken, dass sie sich mehr um ihre eigenen Finanzen kümmern und deswegen auch zu einem besseren Leben kommen. Und es ist ja überhaupt gar nicht viel, was man dazu tun muss. Ich sehe es eher umgekehrt. Viele Leute schieben immer was weg. Ja? Sie wissen auch gar nicht, wenn mich kennt man ja quasi aus der Bankbranche. Und wenn sie da in andere Branchen in Berührung kommen, dann ist häufig dieses, damit will ich überhaupt gar nichts zu tun haben, was super schade ist. Ja? Weil wenn man mal sein Konto aufgeräumt hat, seine Bankbeziehung optimiert hat und auch dahin kommt, dass man quasi nicht nur sozusagen für die Finanzindustrie arbeiten geht, also dass man überall so seine Zinsen und Gebühren zahlen muss, sondern es auch umgekehrt macht, ja, dass man einmal das so weit runterfährt, Zinsen und Gebühren zu zahlen und auf der anderen Seite dann Kapital hat, auch was wachsen zu lassen, ja, dass sie nicht immer hart für Geld arbeiten, sondern dass auch Teil ihres Geldes hart für sie arbeitet, ja, dann geht es in die Richtung und wenn das immer mehr Leute machen, dann geht es uns immer mehr besser, denn Wohlstand ist nicht begrenzt und das ist schon ein kleiner Blick in die Geschichte. Wenn Sie mal 100, 200 Jahre zurückblicken, dann ist es doch so, dass es uns heutzutage viel, viel besser geht und es kann uns in Zukunft auch noch besser gehen. Wir haben natürlich draußen auch viele Risiken zu tragen. Die Menschheit hat es immer wieder geschafft. Ja, wir standen schon mehrmals kurz vorm Untergang. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit das jetzt in diesen Kanal reinpasst, aber wir haben es immer wieder geschafft, ein Stück weit da rauszukommen. Und es liegt an uns Menschen. Und wir smarte Bankkunden sind schon die, die am meisten aufgeschlossen sind in der Richtung. Und wir können diesen Gedanken auch weiter mit raustragen. Dazu gehört auch überhaupt gar nicht viel. Das reicht schon quasi, wenn man hier diesen Kanal abonniert, wenn man sich vielleicht irgendwann später noch bei uns in die E-Mail einträgt, in die Sonntags-E-Mail, weil da können wir immer noch ein bisschen mehr transportieren als in einem Video. Meistens hat das Video hier ja ein Thema und nicht jetzt wie heute mehrere Ankündigungsthemen. Und wenn Sie diesen Kanal abonniert haben, dann sieht es auch gelegentlich jemand anderes, vor allem wenn Sie ihn kommentiert haben, unsere Videos, und es kommen andere drauf und die können ja für sich sogar selber die Entscheidung treffen, hey, davon will ich mehr wissen, davon will ich vielleicht das ein Stück weit verfolgen. Und ich habe festgestellt, bei vielen Leuten, die das ein Stück weit verfolgen, bleiben entweder länger dran oder fangen an, kleine Prozesse in ihrem Leben halt zu verändern und ich sage gleichzeitig zu verbessern, weil ich kriege ja auch Feedback. Mir schreiben ja auch viele Leute, dass sie eine Weile den Kanal gesehen haben, dass sie gesehen haben, dass ich zum Beispiel über diese Bank, das oder jenes berichtet habe und dann haben sie nach einem halben Jahr gesagt, ja, okay, jetzt habe ich das aber auch mal gemacht und ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Ich hätte es eigentlich schon früher machen können, aber ich habe es irgendwie gebraucht, um mich auch sicher zu fühlen, dass ich immer wieder darüber etwas gehört habe, dass ich gesehen habe, wie es funktioniert, dass es auch dauerhaft ist, weil viele Leute von uns haben schon zu viel verkauft bekommen. Ja, haben schon zu viele Versprechen gehört, die dann hinterher doch nicht gehalten worden sind. Und wenn Sie jetzt diesen Kanal vielleicht schon ein paar Monate verfolgen, die Ältesten sozusagen verfolgen ja schon mehrere Jahre, dann bekommen Sie auch ein Gefühl dafür, hey, Moment, das ist tatsächlich so und das traue ich mich, eigene Erfahrung zu machen und es ist ja eine Kontinuität drin. Von daher schließe ich jetzt mit den Worten, vielen, vielen Dank, dass Sie auf unserem Kanal sind, dass Sie höchstwahrscheinlich sogar Abonnent sind, weil das ist jetzt das interne Video gewesen. Wir haben nächsten Sonntag dann wieder sozusagen ein reines Themenvideo, ja, was eine Idee genauer behandelt, von A bis Z sozusagen behandelt und ein Begleitartikel dazu. Heute dieses interne Video, damit Sie wissen, dass ich aktuell in der und der Bank arbeite, beziehungsweise die letzte Bank, da haben wir intern auf unserem Spezialportal aktuell heute am Sonntag und in der ganzen Woche die Diskussion. Ich bin auf Ihre Erfahrung gespannt und auch diese Bank wird mal wieder in einem Sonntagsvideo drin sein. Dann bleiben Sie mir gewogen und bis bald. Ja, und Sie dürfen natürlich auch aktiv empfehlen, wo Sie sagen, hey, den habe ich gesehen oder das ist so und so, können Sie auch gerne aktiv empfehlen. Dankeschön.